Die nächsten 4 Wochen regiert König Fußball. Und da kann schon mal versucht werden, möglichst viel von der EM auch am Arbeitsplatz mitzubekommen. Doch alles ist da nicht erlaubt. Darf ich am Arbeitsplatz ein Fußballtrikot tragen? Grundsätzlich muss natürlich jeder entscheiden, ob er es modisch schick findet, in einem rosafarbenen Trikot durch die Gegend zu laufen. Das kann man auch am Arbeitsplatz anziehen, aber wenn der Arbeitgeber Bekleidungsvorgaben gegeben hat, wenn es also einen Dresscode gibt, dann muss man natürlich auch zu EM-Zeiten im Anzug erscheinen oder in der Dienstkleidung, die der Arbeitgeber halt zur Verfügung stellt. Darf ich am Arbeitsplatz Fußball schauen? Grundsätzlich gibt es natürlich kein Recht, am Arbeitsplatz Live-Ticker zu verfolgen oder Fernsehen zu schauen, weil ich habe Arbeitsleistung zu erbringen, dafür werde ich bezahlt. Wenn der Arbeitgeber es ausnahmsweise gestattet, ist es okay, aber ansonsten gilt halt nun mal, da muss ich Arbeitsleistung erbringen. Wenn ich das nicht will, wenn ich die Fernsehübertragung sehen will, muss ich in Gleitzeit früher nach Hause gehen oder mir Urlaub nehmen. Doch wie ist es im Homeoffice? Darf ich da die Spiele schauen? Auch im Homeoffice gilt natürlich, wenn man Arbeitszeit gebucht hat, dann muss man Arbeitsleistung erbringen. Da kann man eben nicht nebenher dann einfach Fernsehen schauen. Und da werden wahrscheinlich auch während der EM die Chefs ein bisschen genauer hinschauen. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die in der Fabrikhalle stehen, die am Band stehen, die können das eben nicht. Und deswegen ist das natürlich schon dann eine Ungerechtigkeit. Am besten mit dem Chef sprechen. Vielleicht drückt der ja ein Auge zu.